Yoshi! Hallöchen, ihr süßen Knuddel-Yoshis und seid willkommen zurück zu Yoshi's Island DS! Was für eine Geburt im letzten Part, wa? Das Speziallevel hat ja einen ganz schön den Kopf verwirrt. Aber wir haben es geschafft. Auch das Speziallevel 3 ist auf 100% abgeschlossen. Allerdings sind wir mit der dritten Welt noch nicht ganz fertig. Denn es fehlt noch eine Sache. Wir brauchen nämlich die Babymünze. Und die werden wir uns jetzt suchen. Und dafür gehen wir nochmal in 8.3 zurück. Denn hier irgendwo ist eine Babymünze versteckt und die müssen wir jetzt finden. Die Frage ist nur, welches Baby brauchen wir dafür? Das Tolle ist ja, ich brauche diesmal keine 100% machen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach ganz gemächlich hier durch die Gegend hopsen. Ohne Rücksicht auf Verluste und können hier auch ein paar Experimente wagen. Ich muss ja nur rausfinden, wo sie sich rumtreibt. Ja. Ja, Wario, du hast dir gerade einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, abzuhauen. So, wie gesagt, die Red Coins und das alles brauchen wir nicht. Das haben wir alles schon erledigt. Dementsprechend, es geht wirklich nur rein um die Münze. Das heißt, wir müssen jetzt nur rausfinden, wo ist diese Münze versteckt. Und wie kommen wir da ran? Das ist noch viel wichtiger. So, hier ist sie schon mal nicht. Dementsprechend gehen wir jetzt durch die Tür. So, hier muss es einen geheimen Zugang geben, den ich nicht gesehen habe letztes Mal. Da wird Yoshi erstmal ganz nass. So. Okay, hier... Achso, hier führt eine geheime Tür lang. Okay. Das heißt also, hier gibt es irgendwo einen Geheimweg, den ich nicht gesehen habe letztes Mal. Die Frage ist nur, wo ist dieser Geheimweg? Oh, Moment. Da ist ein Geheimweg. Okay, der ist aber mies versteckt. Wenn man das nicht weiß, das ist gemein. Oh, Moment. Ah ja, da oben sehe ich auch schon die Babymünze. Die Frage ist, mit welchem Baby müssen wir sie holen? Mario ist es nicht. Wario ist es auch nicht. Dann kommen eigentlich nur Donkey Kong oder Peach in Frage. Okay, es ist eine Donkey Kong Münze. Ja, man weiß halt natürlich nicht, welches Baby man braucht. So, aber da wir es nun wissen, DK, Donkey Kong. So. Ich nehme mit. Du kommst her. Du wirst nämlich jetzt gefressen. Blub, 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 blub. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht wieder rauskomme. Gucken wir mal. So, jetzt brauchen wir ja eigentlich das Level nur noch beenden. Donkey, kommst du wieder hoch? Danke. Oh, ja gut. Ich fress euch ja schon auf. Oder mache euch Feuer unterm Arsch. Je nachdem, was euch lieber ist. Okay, langsam gehen mir die Viecher doch auf den Sack. So, warten wir noch eben kurz, bis wir die 10 wieder erreicht haben. Eigentlich wollte ich die Tür öffnen, aber okay, erzählen wir keinem. Naja, egal, wir haben es geschafft, wir haben, was wir wollten. Ich glaube, in dem Fall setze ich jetzt... Obwohl, nee, Quatsch, wir brauchen Wario für das Level. Wir brauchen ja Wario alleine schon aufgrund... der Tatsache, dass wir ja gleich... hoch hinaus müssen. Und da brauchen wir seinen Fahrstuhl. Obwohl, nö, brauchen wir nicht. Was laber ich da? Wir sind ja hier fertig. Wir brauchen ja nur noch ins Ziel kommen. Also den Gegner besiegen. Sollte schnell gehen. Mit der Betonung auf sollte. So. Da nehme ich mir jetzt auch extra Peach mit. Weil jetzt, wo ich nichts sammeln muss, können wir auch einfach den Schnellweg gehen. Dü-düm. Du-du-du-dum. Aber damit wisst ihr schon mal, dass hier Baby Donkey Kong gebraucht wird. Okay, das war gerade ein bisschen Shit. Ah, okay, klappt nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber zum Glück brauche ich ja hier diesmal nicht auf die 100% achten. Dementsprechend kann ich jetzt auch mal etwas riskantere Wege gehen. So. Doing. Den nehmen wir noch mit. So, und der Rest ist jetzt ja eigentlich nur noch hier einmal durch. Ich glaube, wir brauchen Wario hier nochmal.
nicht. Ja, wie ist denn du herkommst, du blödes Vieh? Du kommst jetzt mal her. So. Schnauze voll von euch. Blub, 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 blub. Hallo, Jack. Es funktioniert nicht so ganz. Einfach nur durchspringen funktioniert hier nicht. Ach Gott, ich habe ja Lakito ganz vergessen. Na, wobei, der kann mich ja eigentlich mal kreuzweise. Der interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Ich will ja nur durch diese Tür hier. So, einmal Checkpoint. Jetzt müssen wir natürlich dummerweise den ganzen Weg da erstmal wieder durch. Aber das Gute ist jetzt ja, ich muss hier nichts mehr sammeln. Das heißt, ich könnte jetzt auch im Eilschritt dadurch wandern. Zumindest an einigen Stellen kann ich das. Hier ist lieber noch etwas Vorsicht geboten. So, eben kurz ducken. So, das Ding kann mir auch egal sein. So! Zeit für den Boss. Ist ja nicht so, dass wir den schon geklatscht haben. Ja, dein Gesülze interessiert keinen. Verzieh dich. So, den sollten wir im Schnellverlauf erledigen können. Wir wissen ja, dass er hungrig ist, sprich er jumpt immer hoch, wenn wir auch da hochkommen. Also eigentlich ein schneller Gegner. Ah. Ja, eigentlich ein schneller Gegner. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal wieder hoch. Und nun nerv nicht. So. Erledigt. Yay. Hätte ich mal vorhin so schnell machen sollen, ne? So, wie gesagt, sammeln brauchen wir ja nichts. Das haben wir ja zum Glück schon alles gemacht. Und damit, ihr Lieben, ist es soweit. Es ist passiert. Die dritte Welt ist vollständig, bis auf das Extra-Level, was wir erst am Ende kriegen. So, das war doch schön. Und damit haben wir übrigens auch schon über die Hälfte geschafft, ihr Lieben. Denn es gibt hier tatsächlich nur 5 Welten, wie ich festgestellt habe. Aber, da wir noch Zeit haben, würde ich sagen, erkunden wir auch gleich das erste Level der vierten Welt. Rock and Fall. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Ich mag diese Art von Level nämlich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da unten nichts ist, wo ich jetzt hin muss. Okay, ich sehe schon, da muss ich einmal runter. Also sollte ich diesen Felsen hier möglichst nicht auslösen. Schnauze. Uiuiuiui, okay, der Felsen wird runterfallen, das sehe ich jetzt schon. Erstmal nur das Nötigste holen. Okay. Bäh, schmeckt's nicht so. Da müssen wir dann weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal hier runter. So, hier sehe ich nämlich ein Blümchen. So, das haben wir dann auch. Es war nur keine Red Coin dabei, was mich gerade etwas wundert. Okay, genau, der fällt runter. Oh, die anderen nicht. Okay, lieber Vorsicht, als das Nachsehen haben. So. Okay, der fällt auch nicht. Okay. Gut, der hier würde runterfallen, weil der macht mir... Oder auch nicht. Hat das Alpha Yoshi etwa Muffesausen? Wie kommt der denn darauf? Komm mal her. Genau du. Dann machen wir das halt so.
So, hallo Blümchen, verzieh dich. So. Okay, da war jetzt nichts. Aber hier ist was. Ja, Herr Alpha Yoshi. Das haben Sie sich ja wunderbar ausgedacht. Das Ding fällt runter. Du verzieh dich. Oh, wie gemein ist das denn? Okay. Dich könnte ich mit einem Winkelschuss erreichen. Problem ist es nur, ich sehe nicht exakt genau. Habe ich es jetzt alle erwischt oder nur eine? Nee, ich habe sie alle gekriegt. Sehr schön. Problem ist es nur, wie komme ich da jetzt hoch? Okay, den Felsen muss ich da gleich runterhauen. Okay. Ah, okay, aber hier komme ich hoch. Das ist schon mal gut. Wenn es hier hoch geht, muss es ja hier irgendwo weitergehen. So. Da, 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 da. Ah, hier ist was. Ja, och Mann, du dämlicher Panzer nochmal. Scheiße. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich wollte sagen, ich würde das da hinten gerne sehen. Ja, wunderbar. Hast du wunderbar verkackt, Herr Alpha Yoshi. Wunderbar. Ah, Mann, ich krieg doch jetzt schon die Krise. Wer hat sich bitte so ein scheiß Level ausgedacht? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch kacke. Ich brauche jetzt nicht ernsthaft Donkey Kong, oder? Shit. Das ist mega scheiße. Denn ohne Donkey Kong komm ich jetzt... Oh, toll. Nein! Das fängt ja schon wieder super an. Wunderbar. Herrlich. Dum, 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 dum. Ich mag solche Level nicht. Und schon gar nicht, wenn ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Oder was oben und unten ist. So, an das Blümchen muss ich auf jeden Fall ran. Das heißt, den hier lösen wir auf keinen Fall aus. So, da 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 da. Ich will das Blümchen, weil ich es ja kann. Da, 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 da. Blödes Blümchen. So. Dich haben wir auch. Und damit weiß ich gleich, dass ich definitiv einmal auf Donkey Kong wechseln muss. So, erstmal nochmal ein bisschen Muni. Du. Sag mal, du bist doch auch ein verfressenes Blümchen, ne? Schnauze. Blödes Vieh. Immer diese gefräßigen Knabberblumen hier ist ja fürchterlich mit denen. Dam, 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 dam. So. Da wollen wir mal gucken. Also hier oben weiß ich, da kommt gleich noch was. Genau, deine Münze will ich nämlich haben. Du verschwinde. Okay, so geht's natürlich definitiv einfacher. Hab euch. So. Du bist ruhig. Oh Gott. Die fallen.
Ich habe Angst, das braucht ihr nicht denken. Dam, 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 dam. Na, komm her. So ist schick, du wirst gefressen. So. Ich würde sagen, auf dich hatte ich nämlich keine Lust. So. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Genau, hier sind nämlich noch... Ja, ich und meine Panzergeschichte, ne? Also ich und der Panzer, wir sind noch nie Freunde geworden und ich glaube, wir werden auch nie Freunde. So, aber ich glaube, ich habe jetzt bis hierhin alles gesammelt. Wollen wir jedenfalls hoffen. Immerhin gibt es schon mal einen Checkpoint hier. So, was haben wir hier? Ich habe Angst. Okay, er wird dadurch ausgelöst. So, oh Gott, bitte nicht sowas. Moment, wenn ich dich jetzt plattstampfe. Ah, okay, gut, ich komme da noch lang, okay. Dann stampfen wir dich einmal ein. Ich meine, gut, eine andere Wahl hätte ich jetzt eh nicht gehabt. Uiuiuiuiuiui, also hier fallen aber ganz schöne Sachen. Bitte sag mir nicht, dass da noch irgendwas ist. Drake, was machst du da? Abgesehen von einer Erkundungstour, die keine gute Idee war. Tschüss! Okay, es hätte ja sein können, Leute. Ihr wisst ja, in Yoshi's Island kann man die unterschiedlichsten Sachen an ganz fiesen, bösen, gemeinen Orten finden. Es hätte ja tatsächlich sein können, dass sich da was verbirgt. Es hätte tatsächlich sein können. Und lieber bin ich ein bisschen paranoid und probiere Sachen aus, als gar nicht. Aber ihr dürft euch freuen, der Part wird auf jeden Fall wieder Überlänge kriegen. Ich meine, gut, daran seid ihr ja schon gewöhnt. Es ist halt aber auch immer doof, mitten im Level aufhören zu müssen. Dementsprechend habt ihr auch Verständnis für, wenn es dann mal länger dauert. So, diesmal mache ich nicht den Fehler, dass ich damit runterfalle. Weil ich ja der Meinung bin, da könnte was sein. Warum geht's hier jetzt eigentlich wieder hoch? So, jetzt sind wir hier wieder oben. Und nun? Da, 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 da. Oder ging es hier doch noch irgendwo weit? Oh. Ah ja, ich verstehe. Da sind nochmal Münzen. Dann logge ich jetzt nur den hier. Weil dann müsste ich ja... Also gut, okay, waren eh keine Reds, aber trotzdem. Ah, okay, dich hätte ich runterhauen müssen. Das musste ich auch erst einmal wissen. Sieht noch gut aus, würde ich sagen. Noch. Was kommt jetzt für ein Spaß? Oh, oh. Baby Peach. So. Oh Gott. Oh Gott. Peach, lass mich nicht hängen. Und da sehe ich auch gerade, da ist eine Peach-Münze. Ach du Scheiße. Okay. Ich wollte sagen, du roll mal weg, denn ich brauche die Münze. Dankeschön. Oh Gott, bloß nicht sterben. Ah, ich hätte den Checkpoint vielleicht vorher mal einlösen sollen. Problem ist es natürlich, dass ich nie weiß, welches Baby brauchen wir gerade. So, ganz ruhig. Dich nehme ich aus Prinzip mit, weil...
könntest mir nützlich sein. Okay, da unten ist ein Blümchen, da muss ich irgendwie ran. Wow. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Oder auch nicht. Hä? Ah, ich verstehe. Donkey Kong. Hier ist Donkey Kong gefragt. Hier ist der Donkey Kong gefragt. La 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 la. Aber für Donkey Kong muss ich irgendwie... Warte mal. War hier nicht eine Babyhaltestelle? Moment. Gucken wir mal. Donkey könnte mir jetzt hier tatsächlich von Nutzen sein. Zumindest für die eine Blume dort. Denn Donkey Kong erzeugt ja eine Explosion. So. Was ist das für eine Röhre? Wo führst du mich hin? Husten, ich glaube, das war keine gute Idee. Shit! Hoffentlich komme ich da gleich wieder raus. Weil so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Oh! Mann! Ey, ganz ehrlich, diese Drecksviecher, ne? Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Oh Gott! Wieso kommen die Scheißviecher eigentlich dauernd wieder? Wer hat sich denn den Müll ausgedacht, bitte? Und ja, Alpha Yoshi am Ragen, aber das ist auch wirklich eine ekelhafte Geschichte hier. So, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Wie sehr möchten Sie vom Spiel gemobbt werden? Yoshi's Island? Ja! Oh oh. Holy shit! Wenn diese Mistviecher hier nicht wären, ne? Dann wäre das Level so viel einfacher. So, Moment. Die Röhre bringt mich offenbar wieder zurück. Das ist schon mal gut wissen und da muss ich rüber. Da, 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 da. Komm schon, Yoshi, den Flatterflug hast du schon so oft mit mir gemacht. Gut, hier scheint nichts zu sein. Wie sieht's aus? Ja. Könnte besser sein. Schade, hätte ja sein können. Oh wei, ich habe das Gefühl, dass ich hier was übersehen habe. Oh, Alter, von allen Seiten kommen die Scheißdinger, ne? Es regnet Sternpunkte. Du, 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 du. So. Hier hatten wir ja, glaube ich, schon alles abgeklappert, soweit ich weiß. Danke für eure Sternpunkte. Danke für eure milde Gabe. So, unter mir ist nichts. Sauber daneben getroffen, Herr Alpha Yoshi. Wirklich sehr sauber. So, da muss ich definitiv hoch. Ich stehe hier aber auch sehr ungünstig, was die Schusslinie betrifft. Du kommst auch her. Ich fresse euch alle auf, wenn es sein muss. Ein Hoch auf Donkey Kong, unseren Helden. So viel dürfte hier aber auch jetzt nicht mehr kommen. Wir müssten uns langsam Richtung Ende bewegen. Hoffe ich jedenfalls. Scheiße, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Oh, nee, ne? Du ahnst es nicht. Dieser Scheißstein dort. Mal gucken, kann ich den Cooper eventuell zurückholen? Ich hab mich gesoftlockt. Das ist scheiße, Mann. Okay, es nützt nichts. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich muss in die Röhre und das hier alles nochmal resetten. Ich glaube, eine andere Wahl bleibt mir gerade nicht. Denn ohne den scheiß Cooper komme ich da nicht durch.
Wie zieht man das Level unnötig in die Länge? Richtig! Hallo Sternis, schön, dass ihr da seid. Ich wollte sagen, wenn du mich jetzt triffst, ne? Ich glaube, dann kriege ich einen Anfall. Man merkt, die Level werden jetzt langsam immer schlimmer. Sie werden immer schlimmer. Warum war das jetzt klar? Genau. Ich meine, gut, wir wissen ja, wir kriegen gleich die großen Eier zurück. Gott, diese Viecher triggern mich. Ehrlich, die machen mich sauer. Ich sag's euch. Da, 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 da. Und wie sauer sie mich machen. Aber es nützt nichts. Wie viel fehlt uns denn noch? 6 Münzen und 5 Blümchen. Okay, es waren jetzt nicht viele, aber es waren genug. Gib mir das Riesen. Haben wir 30? Oh, haben wir. Okay. Weg mit dir. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da jetzt gleich hochkommen. Hat ja super geklappt, Herr Alpha Yoshi. Oh, oh. Oh nein! Nein! Oh. Mann, was ist das denn für ein Scheiß hier? Also ich muss sagen, das mit den doppelten Bildschirmen, ne, das regt mich manchmal hier echt auf. Fuck, und jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder von vorne machen, wie mir scheint, weil ich muss jetzt die blöde Münze holen. Okay, es nützt nichts, ihr Lieben. Wir setzen hier an dieser Stelle, na ja, gut, kein Cut, aber wir beenden den Part an dieser Stelle. Es tut mir leid, ich hätte euch das Level gerne beendet, aber dann machen wir im nächsten Part weiter. Also, das Däumchen gedrückt, Kommentar hinterlassen und das Abonnieren nicht zu vergessen, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Drake.